Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video. Es ist jetzt nicht, dass ich das Projekt abbreche, um Himmels Willen. Ich bitte euch, nein. Aber ich habe was vor. Und zwar füge ich das jetzt einfach mal so als kleine, in Anführungszeichen, Special-Folge ein. Weil ich euch zeigen möchte, wie man das das besondere Fantasiemuster wie WLAN bekommt, was bis zum 31. Juli diesen Jahres runterzuladen ist. Also wir gehen auf Geheimgeschehen, gehen auf Geschenk empfangen, sagen, dass eine Internetverbindung hergestellt werden soll und wir werden es per Internet empfangen. Ja. Und jetzt sucht das System nach einem Geschenk. Ein Vivillon mit Fantasiemuster. Dieses Geschenk annehmen? Selbstverständlich. Und da wird das Geschenk empfangen. Da haben wir auch schon das Vivillon. Bitte hol es von der Lieferantin in einem Pokémon Center ab. Das Vivillon ist anlässlich des 100 Millionen Tausch GTS Ding veröffentlicht worden. Sind halt 100 Millionen Pokémon durch die GTS getauscht worden und da hat sich Game Freak gedacht, komm, schenken wir den Leuten einfach mal ein besonderes Fantasiemuster wie Vivillon. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Und so viel wie ich weiß, haben diese Vivillon auch alle ein anderes Wesen. Und andere DVs immer. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf meiner X ein mäßiges mit Hinterhält. Ich habe also 31 Spezialangriffs-DVs, was ziemlich geil ist. Einen schönen guten Tag. Du musst Daniel sein. Ich habe ja ein Geschenk für dich. Bitteschön. Wir haben mein Vivillon erhalten. Sehr schön. So, komm bald wieder. Ist okay. Und wir schauen uns das männliche Vivillon mal an. Ihr seht das jetzt nicht, es hat aber auf jeden Fall einen besonderen Move drauf, nämlich die Attacke Händchen halten, die folgendes bewirkt. Der Anwender und ein Mitstreiter reichen sich einander die Hände und verfallen in den Zustand tiefster Zufriedenheit. Was das bringt, keine Ahnung. Das Vivillon ist auf jeden Fall in einem Jubelball, den man nicht vererben kann. Und mag es sich zu entspannen. Frohes Wesen. Naja, gut. Ist jetzt nicht gerade so der Knaller. Naja. Vielleicht will ich das auch resetten und einfach so dann behalten. Keine Ahnung. Aber das war es jetzt auch schon wieder. Ich werde dann im nächsten Part weitermachen und plötzlich ist die Frau weg. Naja, was soll's. Ja, im nächsten Part mache ich dann weiter mit der ganz normalen Story. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis dahin Leute, haut rein und ciao!